Hallihallo und recht herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Und zwar machen wir weiter mit Discover Dinosaurs, den Dinosauriern aus der Kreidezeit. Hier die Box von Colorata aus Japan. Und hier habe ich unser Begleitheftchen. Schauen wir mal, was wir jetzt auspacken. Hier den Tyrannosaurus haben wir in der letzten Folge ausgepackt. Tolles Modell. Heute machen wir hier den Triceratops. Triceratops, was haben wir hier für Fakten? Three Horned Face, das dreihörnige Gesicht. Dieser Dino hat eine Länge von 7 bis 9 Metern und hat ca. 5 bis 6 Tonnen gewogen. Boah, Hammer. Ihn fand man bisher in Amerika und Kanada. Und auch hier halte ich mal ganz kurz die Seite ruhig in die Kamera, wenn euch die Fakten interessieren. Haltet kurz das Video an, dann könnt ihr das sehen. Da, 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 da. So, und hier haben wir noch einen Größenvergleich. Triceratops versus Menschlein. Boah, der hatte also wirklich auch eine erstaunliche Größe. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. So, und hier Hammer das Modell. Auch ein buntes Kerlchen hier, so türkisblau, türkisgrün, mit ganz, ganz vielen Flecken. Bin ich wirklich gespannt, werden wir gleich auspacken. Und auch er hat hier einen steinigen Untergrund, der sich aber auch wieder ein bisschen unterscheidet von dem, den unser Tyrannosaurus Rex hier hatte. Ist ähnlich, aber ein bisschen anders. So, also würde ich sagen, nicht lange aufhalten mit Reden, einfach auspacken. Also hier haben wir die Base und hier unseren Triceratops. Schnipp, schnipp, schnibbeli, schnapp. So, okay. Ah, das ist auch ein richtig schönes Modell, so wie ich das sehe. Okay, aber als erstes schauen wir uns hier den Untergrund an. Auch das hier ist, wenn ihr mich fragt, echt ein festes Gummi. Also plastisch würde ich da jetzt nicht dazu sagen wollen. Ja, und was haben wir hier stehen? Hier haben wir einen Stempel mit einer 2. Also tatsächlich, das ist die zweite Figur. Das müsste man dann auch hier auf der Unterseite von unserem Triceratops stehen haben. Tatsächlich, da steht auch eine 2. Also immer schön die Buchstaben, damit man weiß, welches Tierchen wo drauf kommt. Das finde ich doch mal cool. Klasse. Also hier Unterseite, was haben wir stehen hier? C, Copyright, Colorata, Triceratops. Okay, Unterseite unbemalt, obere Seite wurde hier bemalt. Ebenfalls mit diesem Grau, wobei da irgendwie noch eine Farbe drin ist, kann ich auch sagen beige, oder? Beige und dann noch so ein paar hier senffarbene Flecken drauf auf die Steine, damit es nicht einfach nur einfarbig hier wirkt. Das ist nett gemacht. Und wenn ihr mich jetzt fragt, was für eine Größe hat denn so eine Platte, kann ich euch sagen, wir sind hier bei 6,3 Zentimetern in etwa. Und natürlich ziemlich flach. Ja, die Gefahr bei solch flachen Teilen ist natürlich immer, dass sich's ein bisschen verzieht. Sprich, dass sie manchmal nicht ganz flach hier aufliegen. Das ist hier auch der Fall. Ihr könnt es vielleicht sehen. Ja, wackelt ein bisschen. Aber da unser Triceratops hier auf 4 Beinen steht, sehe ich da eigentlich weniger ein Problem. Und ja, hier haben wir ihn. Schauen wir uns mal an. Auch das ist wirklich eine sehr nette Figur. Allerdings sehe ich hier gleich, dass dieser Kopf hier aufgesteckt, anmontiert wurde, aber halb so wild. Schauen wir uns mal den Kopf hier an, das Gesicht. Und wenn ich die Augen hier sehe, ist das wirklich schon mal echt interessant. Wir haben einen schwarzen Hintergrund für das Auge und dann haben wir hier irgendwie so einen hellblauen Lidstrich oben rüber. Ich denke, man kann es vielleicht auch sehen in der Kamera. Dann haben wir eine gelbe Pupille und einen schwarzen Fleck noch drin und es wurde wirklich sauber gemalt, auch auf dieser Seite hier. Also die Augen sind hier wirklich super fein bemalt. Dann schaut euch den Kopf an, natürlich spektakulär, typisch Triceratops. Warum habe ich die Kiste hier noch im Hintergrund stehen? Weg damit, das stört. Also mich stört es zumindest. Die Kopfform ist auch wirklich nett gemacht. Hier dieser papageienartige Schnabel. Dann die Zunge wurde hier in einem hellen Rosa gemalt. Der Mundraum an sich in einem dunklen Rosa.
Dann haben wir hier, wie schon gesagt, über den Kopf dieses Türkisgrün und schaut euch diese vielen kleinen Punkte hier an. Ganz viele Punkte, hier haben wir schwarze Flecken, hier haben wir dann so lila Flecken, dann gelbe oder orangene Flecken. Boah, und noch ein paar blaue Flecken irgendwie dazwischen. Boah, also das ist echt hammermäßig aufwendig. Schaut euch mal die vielen Kleckse an. Das ist alles Handarbeit. Kann man das sehen oder spiegelt es hier wie verrückt? Aber ich glaube, es geht, ne? Also die Flecken hier sind alle handbemalt. Junge, 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 echt, wie lang sitzt man da dran? Klar, schwutz, 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 das geht schon schnell, aber trotzdem, die Flecken müssen erstmal gemalt werden und die Flecken ziehen sich hier über den kompletten Körper. Ja, über die Mitte hier hat man so einen violettblauen Strich gemacht, dann so ganz hellviolette Punkte, blaue, dunkle Punkte über den Rücken, so schwarze Punkte bis zum Schwanz hin. Boah, das ist also echt hammermäßig aufwendig, ganz ehrlich. Wahnsinn, echt. Dann auch schön hier ein paar Falten mit reinmodelliert. Die Beine sind eben wieder relativ einfach gemacht, aber trotzdem schön definiert. Trotz allem, übrigens sorry für meine Nägel, ja, war eben an der Werkbank unterwegs und hab hier geschrubbt wie blöd, aber ich krieg irgendwie den Lack, das Öl irgendwie nicht ganz weg. Ah, sollte man keine Videos machen, aber egal, es geht hier um die Figuren, also denkt euch einfach meine Finger hier weg. Dann hier noch schön so eine Hornplatte an der Seite, die raussteht, dann ebenfalls an diesem Kragen schön so ein Hornrand, so ein gezackter Hornrand und der wurde hier noch grau bemalt. Also mein lieber Scholli, da waren wir schon wirklich echt aufwendig am Werke hier. Dann haben wir hier die Seite, der Fuß hier ist ein bisschen angehoben, angewinkelt und ihr seht hier überall die Flecke, ne? Also alles Handarbeit, alles handbemalt, der Hammer. Und diese türkisene Farbe zieht sich bis zum Schwanz und die Unterseite wurde eben ja so mit einer Senffarbe hier angemalt. Aber ich hoffe, ihr könnt sehen, wir haben hier so eine dunkle Senffarbe und dann hier so eine hellere, so eine cremige Farbe, die dann hier in dieses Türkis übergeht. Ja, also nicht einfach nur unten eine Farbe mitnichten. Wir haben hier wirklich 1, 2, 3 Farben und dann eben noch die ganzen Kleckse hier drin. Boah, hammermäßig aufwendig. Kannst du immer wieder sagen. Und hier haben wir die kleinen Erhöhungen, damit wir genau wissen, wie wir die Figur auf unsere Base hier aufstecken müssen. Klar. Also gut, hier unser Triceratops. Wirklich schönes Modell, so klein es auch ist, aber boah, so eine Bemalung musst du erstmal finden an so einem kleinen Dinosaurier. Also das ist schon der Knaller. Hier der Rückseite von dieser Hornplatte, das ist so, ja, Anthrazit bemalt. Also nicht ganz schwarz, nicht ganz grau, so ein Zwischending. Und diese Farbe haben auch die Hörner. Die finde ich übrigens hier ganz schön lange bei diesem Triceratops. Und das gefällt mir richtig gut, schön. Also schaut es euch nochmal an, den Kopf hier, die Punkte vom Nackenschild bis ganz vor zur Schnauze, zum Maul, punktiert ohne Ende. Und das Ganze zieht sich über den kompletten Körper bis zum Schwanz hin. Also das ist wirklich eine Hammerarbeit, Hut ab. Und dann unten auch noch extra 2 verschiedene Farben und hier auch der Stempel, so rum gehört's. C, Copyright, Colorata, Triceratops. Klasse. Und auch die Augen wirklich richtig schön bemalt. Tolles Modell. So, das stecke ich jetzt hier gleich mal auf unsere Base drauf. Hier sind sogar die Fußspuren von unserem Triceratops drauf modelliert. Seht ihr das? Damit wir auch genau wissen, wie wir ihn reinstecken müssen. Also, dann stecke ich den hier mal auf. So. Und es passt auch alles wunderbar. Ach, klasse. Also das sieht schon wirklich nett aus, oder? Was meint ihr? Schreibt es mir wie immer gerne in die Kommentare, wenn euch sowas gefällt. Also ich bin hier wirklich begeistert, so klein das auch ist. Richtig toll. Schön. Supiduppi. So, ich stell's mal hier hin. Gehe mit der Kamera wieder runter. Okay. Und ich drehe es mal kurz von Hand ein bisschen. Müsst fast noch weiter runter gehen mit der Kamera, aber weiter komme ich einfach nicht runter. So sieht es aus. Von allen Seiten hier. Ich drehe es auch noch mal gleich in der Mitte von unserer Platte. Ich habe nur immer Angst, dass die Kamera dann ein bisschen
zu dunkel stellt und da ein paar Details verloren gehen. Aber ist doch echt ein schöner Triceratops, oder? Ich weiß nie, wie ich aussprechen soll. Triceratops oder Triceratops? Keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, könnt ihr mal gerne schreiben. Wobei das natürlich schwer zum Schreiben geht, ne? Ist ja klar. So, was haben wir hier denn für eine Größe? Wir haben hier eine Höhe, ich messe es an dem Hornschild, von circa, naja, knapp 5 cm. Und eine Länge haben wir hier von etwa, von Horn bis zur Schwanzspitze, 9,7 cm. Also ihr seht schon, nicht wirklich groß. So, jetzt setze ich es hier mal auf die Mitte, zoome ein bisschen ran mit unserer Kamera. Ich hoffe, so geht's. Ist noch einigermaßen scharf. Und jetzt drehe ich es einfach mal, unser Modell hier. Also ich finde den wirklich mehr als gelungen, richtig schön, gefällt mir richtig gut. Hammermäßig, was die Leute von Colorata hier mit Farben machen. Also ganz, ganz großartig. Und der passt auch farblich übrigens Weltklasse zu unserem T-Rex als krassen Kontrast. So, okay. Jetzt gehe ich mal ein bisschen zurück von der Kamera und stelle die beiden mal nebeneinander. Schaut euch das an. Kommt doch cool, oder? Also es sind richtig schöne Farben, schöne Modelle. Und also das macht schon was her. Also richtig schöne Serie. Und wie schon gesagt, da gibt es insgesamt 3 Boxen davon. Das hier ist die erste Box. Die zweite habe ich auch schon hier. Auf die dritte warte ich noch. Die müsste auch in den nächsten Tagen hier eintreffen, wenn nichts schief geht. Und wir haben hier vor allem Figuren, die nicht umkippen, die definitiv stehen bleiben. Und ja, das alleine ist doch schon Pluspunkt wert. Und ach, tolle Modelle. Was soll ich da noch groß sagen? Ganz, ganz großartig. Suppi. Also, jetzt werde ich den Triceratops nochmal hier neben das abgebildete Modell hier halten. Augenblick. So, jetzt. Also, hier halte ich es mal daneben und da könnt ihr mal wieder sehen, dass das richtige Modell mindestens genauso schön ist wie die Abbildung. Halt mal ein bisschen höher, damit man auch die Unterseite ein bisschen besser sieht. Also richtig schön gemacht hier. Toller Triceratops. Wieder eine super Arbeit von Colorata. Ja, und mit diesem Bild, was ich jetzt auch ein bisschen näher herholen kann. So, jetzt seht ihr das nämlich besser. Ja, also, mit diesem Bild hier möchte ich mich wieder von euch verabschieden. Hoffe, es hat euch gefallen, genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ist doch immer wieder schön, wenn man so tolle Figuren hier auspacken kann. Und ich bin wirklich gespannt, wie es hier weitergeht mit unseren Dinosauriern aus der Kreidezeit. Alles klar, alles klar, alles klar. Das war's wieder von mir, das war's wieder von eurem Ropi. Bis zum nächsten Video. Ciao, tschüss.